Herzlich willkommen zur Planeingabe, heute mit einem Stadthaus. Für die Planung stehen die vermaßten Grundrisse zur Verfügung. Bitte downloaden Sie diese. Für die Umsetzung dieses Hauses benötigen wir ca. 30 Minuten. Beginnen wir mit der Planeingabe. Wir legen einen neuen Entwurf an und wählen eine freie Grundrisseingabe. In den Projektdaten können wir die Bauherren, deren Wohnort, den Bauort und noch vieles mehr eintragen. Wir bestätigen mit OK und tragen die Maße für das geplante Haus ein. 12,5 x 9 Meter. Wir benötigen keinen Keller und fügen ein Obergeschoss hinzu. Die Wandstärken behalten wir bei. An dieser Stelle haben wir bereits unseren Grundkörper fertig. Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss, den Schnitt, die Ansichten und natürlich auch die 3D-Ansicht. Machen wir mit den Änderungen am Dach weiter. Hierzu wählen wir das Icon Dach markieren, markieren das Dach und drücken die rechte Maustaste. In den Eigenschaften tragen wir beim Überstand 0 cm, bei der Dachneigung 25 Grad, beim Kniestock 0 cm und bestätigen die Eingabe mit OK. Als nächstes planen wir die Attikas an den Giebelwänden. Dazu gehen wir auf das Icon für die dynamischen Bauteilvorlagen und wählen unter der Rubrik Giebel die Funktion Attika-Giebel. Wir möchten diese erzeugen, also weiter. Wir markieren die erste Giebelwand und wählen auch noch die zweite Giebelwand aus. Nun möchten wir keine weitere Wand mit einbeziehen, also nein. In diesem Fall übernehmen wir die Standardeinstellungen. Schauen wir uns das Ergebnis in der 3D-Ansicht an. An dieser Stelle planen wir einen Rücksprung, also zurück in den Grundriss und die dynamischen Bauteilvorlagen gewählt. Hier wählen wir Eckrücksprünge. Weiter mit OK. Nun klicken wir auf den Rechteck-Eckrücksprung, wählen die gewünschte Außenwand und die vom System vorgeschlagene Ecke A möchten wir nutzen und klicken auf Weiter. Wir wählen eine freie Eingabe und geben für den Abstand 450 - 36,5 cm und für die Tiefe 220 cm ein. Wir klicken auf Weiter. Wir prüfen die Voransicht. Alles okay, also weiter. Nun können wir festlegen, in welchen Geschossen der Rücksprung geplant werden soll. In unserem Fall nur im Erdgeschoss. Wir bestätigen die Eingabe mit Weiter und fertig ist der Rücksprung. Wir setzen noch die passende Stütze, indem wir auf das Icon Säule klicken und wählen in den Eigenschaften eine Massivstütze mit einer Breite von 36,5 cm und einer Tiefe von 36,5 cm. Die Stütze soll nur im Erdgeschoss geplant werden. Also stellen wir die Oberkante auf erstes Obergeschoss. Die Stütze hängt an der Maus und kann mit der Leertaste passend gedreht werden. Wir gehen an die untere rechte Außenecke und drücken STRG E, geben in negativer X-Richtung minus 220 ein und die Stütze ist gesetzt. Schauen wir uns das Ergebnis in der 3D-Ansicht an. Machen wir mit den Innenwänden weiter. Wir beginnen mit einer 24er Innenwand, gehen an die linke Innenecke, drücken E, ziehen die Vorschaulinie etwas nach rechts, ändern den Anschlag mit der Leertaste und drücken STRG L, um die Wand automatisch bis zur nächsten zu verlängern. Anschließend gehen wir in die obere linke Innenecke, drücken STRG E, geben in positiver X-Richtung 483 ein, ziehen die Vorschaulinie etwas nach unten und drücken STRG L. Die nächste Wand trennt diesen Bereich und hat eine Wandstärke von 11,5 cm. Gehen in die rechte obere Innenecke, drücken STRG E, geben in positiver Y-Richtung 192 ein und drücken STRG L. Um das WC abzutrennen, legen wir den Mauspfeil in die rechte obere Innenecke,
drücken Steuerung E, geben für den X-Wert minus 145,5 ein, ziehen die Vorschaulinie etwas nach unten, ändern den Anschlag mit der Leertaste und drücken Steuerung L. Somit wären wir im Erdgeschoss mit der Planung der Innenwände fertig. Setzen wir anschließend Türen und Fenster. Wir wählen die Funktion für die Innentür, gehen an die gewünschte Position der Innenwand und drücken die linke Maustaste. Wir übernehmen die Voreinstellungen und bestätigen diese mit OK. Die Innentür im WC setzen wir mittig. Hierfür ändern wir die Pfeilrichtung mit der Leertaste, springen die eine Ecke mit A und die andere Ecke mit A an, wählen eine Tür aus, bestätigen mit OK und ändern die Öffnungsrichtung mit der Leertaste. Da wir für die Küchentür ebenfalls kein genaues Maß haben, setzen wir zuerst die Treppe, um die geeignete Position für die Tür zu finden. Über das Treppen-Icon öffnen wir den Treppenkatalog und suchen uns eine passende Treppe heraus. Ziehen diese in den Grundriss, drehen diese mit der Leertaste, ändern den Anfasspunkt der Maus mit den Ziffern 1 bis 9 des Nummernblocks, gehen in die Innenecke und drücken E, um diese dort zu platzieren. Nun können wir uns wieder der Küchentür widmen. Hierzu wählen wir erneut die Funktion für die Innentüren, ändern die Pfeilrichtung mit der Leertaste und drücken die linke Maustaste. In den Eigenschaften wählen wir eine Tür mit den Maßen 101 x 201 cm. Ändern die Türart von Tür mit Türblatt auf Schiebetür vor der Wand. Bestätigen die Auswahl mit OK und ändern die Richtung mit der Leertaste. Die Tür zum Wohnzimmer setzen wir wieder mittig. Es soll eine zweiflügelige Tür werden. Dazu ändern wir die Pfeilrichtung mit der Leertaste, springen die eine Ecke mit A und die andere Ecke mit A an, wählen in den Eigenschaften die Tür mit den Maßen 201 x 201 cm und bestätigen die Eingabe mit OK. Mit der Leertaste ändern wir die Öffnungsrichtung. Zu guter Letzt setzen wir die Tür zwischen Flur und Wohnzimmer mit der gleichen Vorgehensweise. Um die restlichen Bauelemente zu planen, wählen wir zuerst die Funktion Terrassentür, gehen mit der Maus an die obere linke Außenecke, ändern die Fallrichtung mit der Leertaste, drücken Steuerung E, geben für den X-Wert 100 ein, behalten die Voreinstellungen bei, bestätigen mit OK und ändern die Öffnungsrichtung mit der Leertaste. Machen wir mit den Fenstern weiter. Hierzu wählen wir die Funktion Fenster, gehen an das vorher geplante Bauelement, drücken Steuerung E, geben für den X-Wert 453,5 ein, wählen in den Eigenschaften das Fenster mit den Maßen 251 x 101 cm und bestätigen die Eingabe mit OK. Für das WC-Fenster gehen wir mit der Maus an das vorher gesetzte Fenster, drücken Steuerung E, geben für den X-Wert 165 ein, übernehmen die Voreinstellungen und bestätigen die Eingabe mit OK. In die rechte Außenwand setzen wir zunächst die Haustür. Hierfür wählen wir die gleichnamige Funktion, gehen an die obere rechte Außenecke, drücken Steuerung E, geben für den Y-Wert 258 plus 30 für das Seitenteil ein, gehen auf den Reiter Seitenteile am Schloss, tragen eine Breite von 30 cm ein, klicken auf Hinzufügen und das Gleiche machen wir für die Anschlagseite. Das Ergebnis sehen wir in der Vorschauansicht. Wir bestätigen die Eingabe mit OK. Für die untere Außenwand wählen wir erneut die Funktion Terrassentür, kopieren die vorher geplante Terrassentür, da diese die gleichen Maße aufweist, gehen an die untere rechte Außenecke, drücken Steuerung E, geben für den X-Wert minus 201 ein und die Terrassentür wird automatisch gesetzt. Die nächste Terrassentür planen wir von dieser aus. Wir drücken Steuerung E, geben für den X-Wert minus 401 ein und die Terrassentür wird automatisch gesetzt.
Für die folgende Terrassentür ändern wir die Pfeilrichtung mit der Leertaste, gehen an die untere linke Außenecke, drücken Steuerung E und geben für den Y-Wert minus 100 ein. Da wir an dieser Stelle eine größere Terrassentür setzen wollen, drücken wir die rechte Maustaste und wählen in den Eigenschaften die Terrassentür mit den Maßen 251 x 226 cm und ändern den Flügel in dreiteilig Doppelflügel. Wir bestätigen die Eingabe mit OK. Da die Tür deutlich größer ist, entscheiden wir uns für die Änderung in positive Richtung. Die letzte Terrassentür hat die gleiche Größe wie die zuvor geplante, also kopieren wir diese mit Steuerung C, gehen an die Außenecke, drücken Steuerung E, geben für den Y-Wert minus 134 ein und auch diese Terrassentür ist gesetzt. Nun sind im Erdgeschoss alle Bauelemente geplant. Wir wechseln ins erste Obergeschoss und beginnen auch hier mit den Innenwänden. Über das Icon Innenwandtypenauswahl suchen wir uns die richtige Wandstärke von 11,5 cm heraus. Wir gehen mit der Maus in die obere linke Innenecke, drücken STRG E, geben für den X-Wert 375,5 ein und da wir kein genaues Maß für die Wandlänge haben, ziehen wir diese auf die ungefähre Länge. Die nächste Wand beginnt an der Ecke der Treppe. Wir springen diese mit E an, ziehen die Vorschaulinie ein wenig nach oben, ändern den Anschlag mit der Leertaste und drücken STRG L, um die Wand automatisch zu verlängern. Die folgende Wand beginnt an dieser Ecke der Treppe. Wieder mit E angesprungen, den Anschlag mit der Leertaste geändert und durch Drücken von STRG L die Wand automatisch verlängert. Um den Abstellraum abzugrenzen, gehen wir in die obere Innenecke, drücken STRG E, geben für den X-Wert 155,5 ein, ziehen die Vorschaulinie etwas nach unten und drücken STRG L. Für die Wand, die das Badezimmer abtrennt, gehen wir in diese Innenecke, drücken STRG E, geben für den Y-Wert 185 ein, ziehen die Vorschaulinie etwas nach rechts, ändern den Anschlag mit der Leertaste und drücken STRG L. Für die folgende Wand gehen wir in die rechte Innenecke, drücken STRG E, geben für den Y-Wert 217 ein, ziehen die Vorschaulinie etwas nach links und, da uns die Länge der Wand bekannt ist, drücken wir L und geben eine Länge von 221 cm ein. Wir bleiben an dieser Ecke, springen diese mit E an, ziehen die Vorschaulinie etwas nach unten, ändern den Anschlag mit der Leertaste, drücken L und geben eine Länge von 98,5 cm ein. Weiter mit der nächsten Wand von dieser Ecke. Wieder mit E angesprungen, den Anschlag mit der Leertaste geändert und die Vorschaulinie nach links gezogen. Somit können wir nun die beiden Wände verbinden. Hierzu wählen wir das Icon Wände verbinden und klicken die beiden Wände nacheinander an. Nun planen wir die Wand für das Schlafzimmer. Hierfür wählen wir wieder die Wand in der Stärke 11,5 cm. Gehen in diese Innenecke, drücken STRG E, geben für den Y-Wert 428,5 ein, ziehen die Vorschaulinie etwas nach links und drücken STRG L. Zu guter Letzt setzen wir noch die Wand, die die beiden Kinderzimmer trennt. Wir gehen in die untere rechte Innenecke, drücken STRG E, geben für den X-Wert minus 583,5 ein, ziehen die Vorschaulinie etwas nach oben und drücken STRG L. Somit wären wir auch hier mit den Innenwänden fertig. Machen wir mit den Bauteilen, sprich Fenster und Innentüren weiter. In diesem Geschoss planen wir fast ausschließlich bodentiefe Elemente. Diese wollen wir genau über denen aus dem Erdgeschoss platzieren. Als Hilfe können wir uns hierfür das Erdgeschoss durchspiegeln. Wir drücken D und wählen uns das gewünschte Geschoss aus. Nun sehen wir, wo die Bauelemente platziert wurden und können die Ecke dieser Elemente zur Planung der neuen Elemente verwenden. Wir wechseln ins Erdgeschoss, kopieren die Terrassentür,
wechseln wieder ins erste Obergeschoss, springen die Ecke mit E an, wählen als Ausführung französischer Balkon 1, der in der Leibung sitzt, und bestätigen die Eingabe mit OK. Die eben geplante Terrassentür markieren wir und nehmen diese mit STRG C in den Zwischenspeicher auf. Die nächste Terrassentür sitzt an dieser Stelle. Einfach E gedrückt und die Terrassentür ist platziert. Mit der gleichen Vorgehensweise planen wir die Terrassentür für das andere Kinderzimmer. Als nächstes kommt das Bauelement über der Haustür an die Reihe. Hierfür gehen wir an die rechte obere Außenecke, drücken STRG E und geben für den Y-Wert 258 ein. Da die kopierte Terrassentür etwas zu klein ist, drücken wir die rechte Maustaste, wählen eine größere Terrassentür mit den Maßen 151 x 226 cm aus und bestätigen die Änderung in positive Richtung. Das nächste Bauelement planen wir mit einem Abstand von dieser Terrassentür. Wir drücken STRG E, geben für den Y-Wert 140 ein, wählen das Maß 188,5 mal 213,5 und bestätigen die Änderung in positive Richtung. Da diese Größe auf der anderen Hausseite auch verwendet werden soll, kopieren wir die Terrassentür mit STRG C, gehen an die untere linke Außenecke, drücken STRG E und geben für den Y-Wert minus 100 ein. Wir gehen an die Ecke der Terrassentür, drücken wieder STRG E und geben für den Y-Wert minus 321,5 ein. Somit ist auch das letzte bodentiefe Element geplant. Um die Fensterplanung abzuschließen, setzen wir hier noch zwei Fenster. Hierfür wählen wir die Funktion Fenster, gehen mit der Maus an die Ecke dieser Terrassentür, drücken STRG E und geben für den X-Wert 453,5 ein. Für das letzte Fenster gehen wir an diese Ecke, drücken STRG E und geben für den X-Wert 315 ein. Planen wir gleich noch die beiden Fenster im Dachgeschoss. Hierzu wechseln wir ins Dachgeschoss und wählen die Funktion Erweitertes Fenster. Wir ändern die Pfeilrichtung mit der Leertaste, springen die eine Ecke mit A und die andere Ecke mit A an, wählen die Formauswahl Mitte, suchen uns hier das passende Fenster heraus, tragen für die Größe A 100 cm und für die Größe B auch 100 cm ein, tragen bei den Öffnungseigenschaften für die Oberkante 150 cm ein und bestätigen die Eingabe mit OK. Auf der anderen Seite springen wir die Ecken wieder mit A an und sehen in den Eigenschaften, dass die zuletzt eingegebenen Einstellungen noch vorhanden sind. Aber Achtung, für die Oberkante müssen wir wieder 150 cm eintragen. Hiermit ist die Fensterplanung abgeschlossen. Wir wechseln ins Erdgeschoss und setzen hier die Raumbücher. Hierzu wählen wir das Icon Raum automatisch bemaßen. Dieser Raum soll das Wohnzimmer sein. Dieser wird der Hauswirtschaftsraum. Dieser Raum ist das WC. Und dieser ist die Diele. Der letzte Raum ist Küche und Esszimmer in einem. Um diese beiden Bereiche zu trennen, wählen wir die Funktion Raum manuell setzen und gehen in die obere rechte Innenecke, drücken STRG E, geben für den X-Wert minus 350 ein, fahren anschließend diese Ecke mit E ab, drücken bei dieser Ecke STRG E und geben für den X-Wert minus 350 ein. Beenden die Eingabe mit der rechten Maustaste und benennen diesen Raum noch als Küche. Den restlichen Raum können wir wieder über das Icon Raum automatisch bemaßen als Esszimmer definieren. Wir wechseln ins erste Obergeschoss und setzen hier noch die Innentüren, bevor wir die Räume bemaßen. Hierzu wählen wir die Funktion Innentür. Die Tür zum Badezimmer setzen wir mittig, mit A die eine und mit A die andere Ecke angesprungen, die Einstellungen übernommen und die Öffnungsrichtung mit der Leertaste angepasst.
Für die Tür zum WC haben wir kein genaues Maß. Also klicken wir auf die gewünschte Position, übernehmen auch hier die Voreinstellungen und ändern die Öffnungsrichtung mit der Leertaste. Mit der gleichen Vorgehensweise planen wir die Tür zum Kinderzimmer. Die Tür zum zweiten Kinderzimmer setzen wir wieder mittig und ändern die Öffnungsrichtung mit der Leertaste. Die Tür zum Wohnzimmer setzen wir wieder mit der gleichen Vorgehensweise und ändern die Öffnungsrichtung wieder passend. Zu guter Letzt setzen wir noch einen Durchgang. Wir wählen die gleichnamige Funktion, setzen auch diesen wieder mittig mit A und A, geben eine Breite von 88,5 cm, eine Höhe von 201 cm und eine Oberkante von 201 cm an. Nun können wir die Raumbücher setzen. Wir wählen die Funktion Raum automatisch bemaßen. Dieser ist das Schlafzimmer. Dieser ist die Ankleide. Dieser Raum wird das Badezimmer der Eltern. Dieser das Badezimmer der Kinder. Dieser Raum ist das Kinderzimmer Nummer 1. Dieser ist das Kinderzimmer Nummer 2. Und hier haben wir wieder zwei Bereiche, die wir trennen wollen. Also wählen wir die Funktion Raum manuell setzen, fahren alle 5 Ecken mit E ab und beenden die Eingabe mit der rechten Maustaste. Dieser Bereich soll die Ankleide für die Kinder sein. Und diesen Bereich definieren wir wieder über das Icon Raum automatisch bemaßen als Galerie. Sowohl im ersten Obergeschoss als auch im Erdgeschoss sind wir mit der Planung der Wände und Bauelemente fertig. Bleiben wir im Erdgeschoss und widmen uns der Möblierung. Fangen wir mit der Küche an. Unter der Rubrik Kochen suchen wir uns eine passende Küche heraus und ziehen diese in den Grundriss. Ändern den Anfasspunkt mit den Ziffern 1 bis 9 des Nummernblocks und platzieren diese mit E in der Ecke. Unter der Rubrik Wohnen und Schlafen finden wir geeignete Möbel für das Esszimmer, wie zum Beispiel eine moderne Tischgruppe. Wir ziehen diese in den Grundriss und setzen diese dort ab. Für das Wohnzimmer öffnen wir die Polstermöbel, suchen uns eine moderne Sitzgruppe heraus, ziehen diese in den Grundriss, ändern den Anfasspunkt mit den Ziffern 1 bis 9 des Nummernblocks und platzieren diese mit E in der Ecke. An dieser Stelle könnten wir bis ins Detail planen, wie Schrankwände, Bilder, Pflanzen und so weiter. Wir suchen uns unter Pflanzen und Deko noch einen Flachbildschirm heraus und platzieren auch diesen im Grundriss. Um seine Höhe zu ändern, markieren wir den Bildschirm als Symbol und tragen in seinen Eigenschaften für die Höhe, Achtung, Angabe in Metern, 1,5 ein. Zum Schluss möblieren wir noch das WC. Hierfür setzen wir eine Installationswand und wählen somit eine Wand mit einer Stärke von 15 cm. Damit sich die Wände nicht automatisch verschneiden, drücken wir die Taste V, setzen die Wand mit der Taste E von Ecke zu Ecke. Um der Wand eine feste Höhe zu geben, markieren wir diese, stellen in den Eigenschaften den Bezug für die Oberkante auf eine freie Eingabe und tragen 120 cm ein. Anschließend wählen wir aus dem Katalog unter der Rubrik Bad und Sanitär ein WC aus, ziehen dieses in den Grundriss, drehen dieses mit der Leertaste und platzieren dieses entsprechend an der Installationswand. Mit der gleichen Vorgehensweise platzieren wir ein Waschbecken an der Installationswand. Im Hauswirtschaftsraum könnten wir noch Waschmaschine, Heizkörper und Co. integrieren. Wir wechseln ins erste Obergeschoss und führen die Möblierung fort. Da wir gerade die Sanitäranlagen geöffnet haben, setzen wir am besten erst die Installationswände in den Badezimmern. Hierfür wählen wir wieder eine Wand mit der Stärke 15 cm.
die beiden Ecken mit E angesprungen und die Installationswand sitzt. Die anderen Wände planen wir mit der gleichen Vorgehensweise. Eine hier und die andere hier. Planen wir noch eine im Badezimmer der Eltern. Wir markieren zuerst die eine Wand und danach mit dem Icon Zusatz markieren noch die anderen Wände. Drücken die rechte Maustaste, stellen in den Eigenschaften wieder den Bezug für die Oberkante auf eine freie Eingabe, tragen 120 cm ein und übernehmen dies für alle zusätzlich markierten Wände und wählen Material, Wandhöhe und Vermaßung. Öffnen wir erneut den Katalog und wählen ein Waschbecken aus, ziehen es in den Grundriss, drehen dieses mit der Leertaste und platzieren es an der Installationswand. Als nächstes noch ein WC. Wir drehen dieses passend mit der Leertaste und platzieren es im Grundriss. Danach platzieren wir noch eine Dusche in gleicher Vorgehensweise mit E in der Ecke. An dieser Stelle könnten wir auch hier noch eine Badewanne oder ähnliches planen. Fangen wir im Badezimmer der Eltern mit der Dusche an. Wir ziehen diese in den Grundriss, ändern den Anfasspunkt mit den Ziffern 1 bis 9 des Nummernblocks und platzieren auch diese mit E in der Ecke. Hier bietet es sich an, eine Trennwand zu setzen. Hierfür wählen wir eine 11,5er Wand und setzen diese von Ecke zu Ecke. Als nächstes wählen wir ein WC aus dem Katalog und platzieren dieses im Grundriss. Ebenso verfahren wir mit der Badewanne. Auswählen, in den Grundriss ziehen, Anfasspunkt ändern und mit E in der Ecke platzieren. Fehlt nur noch ein Waschbecken, diesmal ein doppeltes. Platzieren und fertig. Machen wir mit den Schlafzimmern weiter. Wir wählen ein Bett für das Kinderzimmer aus, drehen dieses, bis es passt, und platzieren es mit E in der Ecke. Dieses Bett wählen wir für das zweite Kinderzimmer. Den Anfasspunkt ändern und mit E platzieren. Suchen wir uns unter Hobby und Büro noch Schreibtische heraus. Diese platzieren wir mit der gleichen Vorgehensweise wie bisher im Grundriss. Hier könnte noch eine Couch platziert werden, ebenso im zweiten Kinderzimmer. Für das Elternschlafzimmer wählen wir ein Doppelbett aus, ziehen dieses in den Grundriss, drehen dieses mit der Leertaste und platzieren dieses. In der angrenzenden Ankleide platzieren wir einen Schrank. Diesen markieren wir als Symbol und vergrößern diesen bis zur Wand. Für die andere Seite können wir uns einfach diesen Schrank kopieren, drehen und mit E hier einfügen. Denselben platzieren wir auch in der Ankleide der Kinder, an dieser und auch an dieser Wand. Nach Belieben können wir auch hier die Schränke als Symbol markieren und bis zum Ende der Wand verlängern. Auch hier könnten wir bis ins Detail planen, wie zum Beispiel Pflanzen, Bilder oder einen Flachbildschirm im Elternschlafzimmer. Hier wieder auf die Höhe achten, rechte Maustaste und wir geben für die Höhe 1,8 Meter an. An dieser Stelle sind wir mit der Inneneinrichtung fertig. Schauen wir uns das Ergebnis in der 3D-Ansicht an. Hier würde es sich anbieten, eine Terrassenfläche zu planen. Und natürlich müssen wir uns noch um die Außengestaltung kümmern. Wir wechseln zurück in den Grundriss und wählen im Menü Bearbeiten, Geländetemplate einfügen. Um uns aus der Vielzahl der Vorlagen ein passendes Template herauszusuchen. Nehmen wir diese Vorlage und bestätigen die Eingabe mit OK. Da die Vorlage noch nicht ganz passend sitzt,
wählen wir die Funktion Hausgrundkörper verschieben, klicken den ersten Punkt und den zweiten Punkt an. Da es sich um ein Stadthaus handelt und so ein Grundstück dafür wahrscheinlich zu groß ist, entfernen wir erst einmal die Symbole, die wir nicht benötigen. Ebenso versetzen wir die Grundstücksgrenze mehr zum Haus. Wir markieren dieses als Symbol, gehen an die obere rechte Außenecke, drücken STRG E, geben für den X-Wert 450 und für den Y-Wert minus 300 an. Dieses benötigen wir auch nicht mehr, also löschen wir dieses und dieses. Noch einmal markieren und so verschieben, dass es passt. Das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Wieder markieren, STRG E gedrückt, für X 450 und für Y 300 eingegeben. Schon können wir es passend schieben. Und falls, wie bei diesem Symbol, noch eine Lücke besteht, einfach schließen. Dies wird nicht mehr benötigt. Schauen wir uns das Ergebnis in der 3D-Ansicht an. Auch hier könnten wir wieder bis ins Detail planen. Stellen wir noch den Sonnenstand ein. Hierfür wählen wir die gleichnamige Funktion. So, nun noch den Schatten und die Innenbeleuchtung eingestellt. Und wir können die Tageslichtberechnung starten. Fertig ist unser Stadthaus.